Hey Leute, was geht? David von Idolsanish hier und zurück mit einem Tutorial. Ich hoffe, das ist etwas kürzer heute. Und zwar, wie ihr so ein Lightroom erstellen könnt, so kurz und knapp. Was eigentlich ganz cool ist, den nutze ich eigentlich momentan für alles. Seht ihr auf meinem Kanal oder meiner Webseite unten, die verlinkt ist, könnt ihr mal gucken oder so. Genau, wo ihr dann auf jeden Fall eigentlich alle möglichen Objekte ganz cool präsentieren könnt und was auch meiner Meinung nach echt, ja, ein bisschen realistisch aussieht. Ich werde das Ganze mit Redshift machen, aber im Endeffekt ist es ja wurscht. Das heißt, ihr könnt es auch mit einem normalen Standard-Renderer machen. Deswegen, das Modell ist im Endeffekt gleich hier. Also, deswegen, wir gehen hier erstmal auf unser Objekt-Tool, nehmen uns eine Ebene. Ebene ist eigentlich wurscht, wie groß wir die machen. Können wir ja ein bisschen größer ziehen. Dann nehmen wir unser Bend-Tool, also unser hier Deformer-Tool-Werkzeug. Und nehmen unser Biegen. Das Biegen machen wir erstmal auf die erste Position hier auf 0, damit wir so eine gerade Fläche haben. Und ja, symbolisch gesehen könnt ihr natürlich hier die Länge auch so variieren, wie es euer Objekt ist, aber im Endeffekt spielt es keine Rolle, weil es ist eigentlich wurscht. So, die Stärke machen wir, damit es nicht gerade ist, machen wir 90. Also 90 Grad. Quasi, und dann werden wir das ein bisschen so drehen erstmal, dass es so wellig wird. Also seht ihr gleich, was ich meine, damit wir es halt so hochklappen können. So, dann ziehen wir unser Biegenobjekt hier runter und wie ihr sehen könnt, verbiegt sich schon unsere Ebene, wie wir wollen. Was sehr praktisch und sehr cool ist. Was ich natürlich machen werde, ist bei Ebene unsere Ebene ein bisschen länger ziehen. Und auch ein bisschen weiter. Ja. Okay, so ist in Ordnung. So, was wir natürlich machen können, damit wir natürlich noch ein bisschen mehr sehen von der ganzen Ebene, von den Polygonen, gehen wir auf Darstellung, gehen auf Border Shading Linien und haben somit unsere Linien. Wenn wir natürlich wollen, dass das nicht so eckig ist, sondern ein bisschen abgesmoothter ist, gehen wir hier auf Ebene, gehen auf unsere Segmente, Breite und geben beispielsweise mal ein, also ganz extrem gesehen, mal 100. Mal 100. Und wie ihr sehen könnt, ist es hier ganz smooth und sehr schön gemacht. Na, ziehen wir es in diesem Breite nochmal. So. Als nächstes für unseren Floor, also für unsere Bodentextur, verlinke ich euch in der Videobeschreibung mein Material, also Redshift Material. Das könnt ihr gerne nehmen. Allerdings. Ja, ihr könnt auch im Endeffekt irgendeins nehmen, weil im Endeffekt ist es nichts Großartiges, es ist einfach nur ein Bild und ein paar, ja, ein paar Extras hinterlegt, aber nichts Weltbewegendes. Das heißt, ich gehe auf Presets, beispielsweise bei mir, Eigen, Material, Redshift und auf Floor. Nehmen wir das Floor hin. Und wenn wir beispielsweise jetzt mal auf unser Floor klicken, wie ihr sehen könnt, ist es Magic nix. Das heißt, unsere Textur ist unser ganz normal Floor-Textur. Da könnt ihr irgendein Bild nehmen, ist eigentlich total Wumpe, was ihr nehmt. Also einfach auf Path gehen, könnt ihr hier einfach wählen, was ihr haben wollt. Ist eigentlich egal. Ja, dann haben wir hier halt noch verschiedene Layer hinterlegt, die halt ein bisschen grau hinterlegt sind, weil wenn wir beispielsweise auf also deaktivieren gehen, seht ihr, das ist einfach heller. Das heißt, weil das Weiß halt, was ist, halt wirklich strahlend weiß. Und damit es halt ein bisschen einfach ein bisschen mehr grauer wird, ein bisschen dunkler wird. Aber gut. Ziehen wir unser Weiß erstmal auf unsere Ebene hier. Auf unser, ja, Modell, also Ebene. Und dann machen wir uns ein Lightning. Das heißt, wir gehen hier auf Redshift, gehen auf Lightning. Müsst auch nicht Redshift nehmen, könnt auch ein Standard Light nehmen. Im Endeffekt ist dasselbe. Das heißt Lightning, dann auf Area Light. Und dann machen wir uns drei verschiedene Area Lights. Na, wenn wir es so. Und zwar, obwohl machen wir uns erstmal hierfür ein kurzes Modell. Das heißt, wir gehen auf, ja, nehmen wir einen Kegel mal. Den Kegel machen wir mal ein bisschen kleiner. Mittelmaustaste, damit wir auch da sehen können, dass er wirklich auf Boden ist. Na, Quatsch. So.
Jetzt STRGZ. So, jetzt sollte das sollte eigentlich ausreichen erstmal. Das heißt, unser Lightning ziehen wir ein bisschen raus. Ziehen wir ein bisschen hoch. Das heißt, wir setzen uns einen hier hin. Das heißt, so ein schräges. Dann C, dann STRGC und STRGV. Drehen wir uns das wieder und setzen uns eins genau über das Objekt hin, damit wir auch von oben eine Beleuchtung haben. Ziehen das auch hoch und dann nochmal kopieren. Obwohl, nee, das ziehen wir uns dann noch länger. Dann können wir uns die Nummer 1 hier kopieren, wieder STRGC, STRGV. Dann drehen wir uns das in die andere Seite, ein bisschen nach oben, ja, ein bisschen nach oben hin. Und werden uns das ganz weit ein bisschen nach unten gerichtet. Setzen uns das hier so ein bisschen hin. So, jetzt können wir halt ein bisschen spielen mit den, also erstmal machen wir auf ja, unser Voreinstellungen Renderer, nehmen wir uns Redshift. Ja, so. Und jetzt können wir halt ein bisschen mit den Werten spielen. Und zwar wir zoomen, ja, wohl erstmal nicht. Das heißt, wir nehmen uns unser erstes Lightning zum Beispiel. Also erstmal nehmen wir uns alle Lightnings. Das heißt, drücken hier markieren wir es, dann gehen wir ab STRG und markieren uns die anderen, damit die alle markiert sind. Gehen dann auf Shadow. Ah, okay, ist schon enabled. Okay. Das heißt, dass wir halt auch Schatten haben. Ja, okay, perfekt. Die sind alle schon. Okay, sehr schön. So, dann nehmen wir uns unser erstes Area Light. Das wollen wir so das Hauptlight haben quasi. Das heißt, wir gehen hier auf unser General. Gehen auf Multiplier, also um die Intensität zu erhöhen, gehen beispielsweise mal auf 10. Ja, könnte ein bisschen viel sein, aber okay, müssen wir gucken. Dann unser Area Light 1, gehen dann mal auf, was hat man hier? 10, okay, gehen dann mal beispielsweise auf 5. Na, obwohl, machen wir mal 4. Und das Ding machen wir mal dann auf 10. Können wir, ja, das könnte ein bisschen too much sein, aber gut, gehen wir auf, machen wir uns erstmal Textur für unseren Hütchen hier. Redshift, Material, Material. Und nehmen uns einfach mal so ein Gold. Ist ja eigentlich egal. Und rendern wir mal ganz kurz. Okay, ja, das, ja, okay, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, okay. Was wir natürlich noch ändern können, ist die Projektion. Das heißt nicht, dass wir so große Kacheln haben, also vom Bild so groß projektiert haben. Gehen auf, deswegen gehen wir hier auf unser Tag, also unser Material hier von Floor. Gehen von UVV Mapping, gehen auf Quarter Mapping. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal rendern würden, sehen wir schon mal. Sieht doch ein bisschen cooler aus. Genau. Dann machen wir noch mal ganz kurz unser Hütchenkegel. Die Segmente ein bisschen höher. Und ja, okay, da sich das halt spiegelt, machen wir noch mal ein anderes Light und zwar kopieren wir es zu Seite 2 und drehen das auch. Na. Na, drehen uns das. Vorzeigeffekt. Einfach nur ein bisschen.
damit es dann quasi vor unserem Kegel ist, damit es dann nicht so schwarz aussieht, wie ihr bestimmt gerade gesehen habt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Schauen wir mal, wie das Ganze wirkt jetzt. Dauert vielleicht einen Moment. Ja, okay, gut. Ja, und so im Endeffekt sieht es aus. Ja, das sieht doch eigentlich schon mal ganz cool aus. Ja, gut, also da Hintergrund sieht schon ganz okay aus, würde ich sagen. Das heißt, hier wird es ein bisschen abgedunkelt, oberhalb ist ein bisschen mehr Licht und an der Seite wieder ein bisschen weniger Licht. Ihr könnt es natürlich je nach, wie soll ich sagen, je nach, weil ihr seht natürlich die schwarzen Ecken hier, also schwarzen Dinger hier, was sollte halt nicht sein. Je nach Objekt und je nachdem, wie das halt quasi reflektiert, könnt ihr natürlich auch einfach hingehen und bei Redshift euch ein Light machen und dann einfach ein Dome Light nehmen. Dann googelt ihr nach irgendeinem, gibt einen HDRI irgendwas, das heißt beispielsweise, ich habe hier beispielsweise irgendwas googelt mal oder irgendwie ja, HDMI draußen oder ja, Outdoor, sowas im Dreh. Das heißt HDIs und Outdoor beispielsweise und habe ich einfach verschiedene, einfach mal nach googeln quasi, sowas hier. Das können wir uns dann mit Drag and Drop hier reinziehen, das heißt, dass das Dome Light jetzt das Bild hat von unserem HDMI. Und wenn wir beispielsweise das rendern, sieht das natürlich ganz anders aus, weil, ja gut, das ist jetzt halt ein bisschen extrem wegen dem Licht. Ich mache die Lichter mal aus. Das Licht lassen wir an. Weil es natürlich auch eine Lichtquelle ist. Ja, okay. Ja, zum Beispiel sowas, ja. Jetzt natürlich Quatsch, Daumenleit natürlich nicht ausmachen. So, nochmal. Genau. Also so in etwa würde es aussehen. Das heißt, weil euer Objekt ist dann nicht ganz schwarz, weil natürlich es reflektiert halt von eurem Daumenleit her. Müsst ihr euch vorstellen wie eine große Kugel, also wie ein Daumen. Und das umgibt halt eure Szene quasi. Also wenn ich das rauszoome und das mal rendere, seht ihr quasi, dass der ganze Raum mit eurem HDMI-Image ist und dementsprechend reflektiert das halt auf eure Szene. Also gut, aber wie gesagt, das finde ich soweit ganz cool. Also deswegen, entweder ihr macht es mit Lightning, wenn ihr beispielsweise, also könnt ihr auf meinen Kanal gerne gucken, meine letzten Speedarts sind alle mit Lightning gemacht, also quasi mit diesem Light ohne Dome Light, also mit ganz normalen Area Lights gemacht. Und da kriege ich halt schon nette Effekte hin. Also entweder so diese Batterie, die ich da erstellt habe, oder letztens diese Manschettenknöpfe, sage ich mal, von Star Wars sowas her quasi. Oder Ohrringe. Wie gesagt, könnt ihr mal gucken. Ansonsten ist das Einfachste, was ihr halt machen könnt, einfach Daumenlight. Das heißt, ihr macht kein Licht da, macht einfach ein Daumenlight, müsst ihr nichts groß verändern. Zieht euer einfach ein Bild rein, ist egal. Könnte auch einfach irgendein Standardbild sein, ist eigentlich wurscht, muss halt nur eine Lichtquelle haben. Und ja, dann rendert ihr das und dann seid ihr eigentlich schon gut dabei. Und wie gesagt, einfach nur mit eurem Biegen-Objekt-Tool könnt ihr einfach eure Ebene biegen. Was ganz relativ simpel ist. Wie gesagt, müsst auch nicht diesen Boden nehmen, könnt auch irgendeinen anderen Boden nehmen, ist egal, aber wie gesagt, unter der Videobeschreibung könnt ihr euch den downloaden. Wenn ihr Bock habt, nehmt den, benutzt den und ja, das würde ich sagen, war es wie gesagt schon. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich doch mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, wäre es cool, könnt ihr mich gerne abonnieren und mich dabei unterstützen natürlich. Und wenn ihr irgendein anderes Tutorial haben wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Wenn ihr vielleicht irgendwie nochmal weitere Tutorials sehen wollt, speziell für Redshift oder sowas, schreibt mir gerne, ich mache es gerne. Also würde ich mich freuen, weil momentan arbeite ich eher weniger mit den anderen ganzen Tools, sondern eher mit Redshift, mit den Renderern. Also, wie gesagt, wenn es euch gefällt, wäre cool, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.